Folge gibt es genug zu sehen. Ein Monster Truck Rennen, das nach hinten losgeht. Wir fahren Rallycross mit unserem Ford Focus und was ganz Besonderes, ein Rennen auf Schnee mit unseren AMG SLS. Das wird richtig geil werden. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu The Crew. Wir spielen Monster Truck und naja, schauen wir mal, was das hier so zu machen gibt. Beim letzten Mal mussten wir Punkte einsammeln, werden wir hier wahrscheinlich auch machen müssen. Fahrzeug wechseln? Nee, ich will kein Fahrzeug wechseln, was soll ich das machen wollen? Kann ich Fahrzeug wechseln? Und wenn die ein was? Nee, kann ich nicht. Also, na gut, hier geht's los. Gib dich zum Stadtfeld, ist da vorne. Okay. Und wir müssen 9000 Punkte holen. Oh Gott. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Also geht das mal Vollspeed geradeaus. Sieht gut aus oben. Was sind das? Sind das 1000? Ja, aber da komme ich ja überhaupt nicht, bin ich hingekommen. Okay, kein Problem. Es gibt hier noch mehr Punkte hier. Ich fahre mal hier lang. Und das ist halt echt. Da brauche ich Schwung wie blöd, habe ich gar nicht. Kommt überhaupt nicht hoch. Auch auf die keine Chance, da irgendwie hochzukommen. Sag mal hier, da. Dann mal 500 und dann fliege ich hier irgendwo rum und muss zurück auf die Strecke gebracht werden. Also das Truck Run hier, das ist halt echt. Pff. Also wer da Bock drauf hat, na, viel Spaß, aber meins ist es halt echt gar nicht. Das ist halt wirklich einfach nur hier rumeiern und Punkte sammeln für nix. Das ist halt schon, na, und da muss man hier wieder zur Strecke zurück, weil man halt auf dem Dach liegt. Aber Hauptsache Stunts soll man vollbringen. Na komm, gib Gas. Und der ist aber jetzt nicht schnell, ne? Da ist ein Looping umgefahren, in den Looping rein. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Ja, 9000 Punkte, das wird nichts. Also, da, das kann ich schon mit Sicherheit sagen, dass es nichts wird. Schon hier, das wird gar nichts. Müssten wir jetzt schon die Hälfte haben und das haut nicht hin. Dann diese Looping, sind wir 1000, okay, das war jetzt ganz nett. Dann hier genauso, habe ich jetzt gekriegt, ja, ne? War jetzt aber auch schwierig, ne? Okay, weiter, da sind noch 2500er. Die holen wir uns auch. Und dann liegt hier drin irgendwie. Danke fürs Gespräch. Ja, steuer aber dann nochmal genau dorthin. Ne? Genau, guck. Oh! Hallo, bremsen. Okay. So, 30 Sekunden, ne, das wird nichts mehr. Da fahren wir lieber nochmal einen Rallycross oder sowas in der Folge. Bevor ich mich hier komplett zum Affen mache mit der Karre. Wo geht's hier lang? Hier gibt's gar nichts. Super. Ja, muss man irgendwie einen Parcours fahren. Jetzt müsste man mal wissen, wo der anfängt, wo der aufhört. 7000. Das war jetzt ist rum, ne? Genau. Das mache ich aber nicht nochmal. Das ist mir zu blöd. Also Monster Truck Rennen, das muss ich echt nicht haben. Ja, auf Kult 12 starten wir. Kult 20 gibt es dann was zu gewinnen, denke ich. Ja, Bestenliste ist mir doch egal. Jetzt hat. Na komm. Performance-Teile. Ja, sind im Hauptquartier. 100.000 Credits für einen Haufen Schrott. Wir fahren nochmal Rallycross. Und zwar hier in Central Valley, damit wir
ob wir irgendwas gut abgeschlossen haben. So, da geht's los und es wechselt zum Ford Focus RS RX. Ich möchte wissen, wie dann die Strecken auf schwer sind, wenn sie auf leicht schon nicht unbedingt der Bringer sind. Oh ja, das geht jetzt ganz schön ab. Ich muss mich wieder gewöhnen. Jetzt haben wir nicht so eine Gurke, sondern ein schnelles Fahrzeug. So, da geht es erstmal mit einem Sprung voran. Dann geht es hier rum. Und der Parcours an sich ist ja schon schön, ne? Das ist ein Rallycross-Parcours, der ist gut. Auch wenn die Fahrzeugsteuerung, das Fahrzeug hier, ja, das schwimmt halt, ne? Wie blöd. Die Bremse, das ist halt alles nichts, ne? Genaues von der Steuerung her. Da gibt es halt wirklich Rennspiele, da ist es alles ein bisschen schöner. So, bin ich da. Jetzt fahren die natürlich da in der Mitte lang, ne? Ganz klar. Und aha, da. Und dann geben wir wieder Gas. Ich muss die wirklich auch benutzen, diese Abkürzung. Sonst ist es nämlich blöd. Oder ich hole halt 3 Sekunden raus, ne? Was halt einfacher ist. Okay. Da habe ich schon wieder gemacht, ne? Ich fahre da immer dran vorbei. Aber ich hebe mir meinen Boost hier auf. Ja, hier. Und dann. Okay, ist noch ein bisschen Weg. Es war jetzt nicht so, dass jetzt die letzte Runde hier wäre. Den Boost nehme ich auf jeden Fall auf für den Punkt der Strecke. Sollte ich halt irgendwann mal dran denken, da abzubiegen. Ja, da geht's rum. Genau. Also wenn man es mal weiß, ist es cool, ne? Ohne Mist. Kann man auch hier mal boosten. Das ist gerade mal so ein schönes gerades Stück hier. Durchs Wasser durch. Das ist schön gemacht, das gefällt mir. So, Rallycross ist schon schön. Da kann man echt nichts sagen. Im Gegensatz zu diesen Monster Truck Rennen, was halt wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Ne? Also das muss man echt mal so sagen. Erst erreicht die Top 3, Hammer, perfekt. So, Kult 12 haben wir erreicht. Gibt es dann auch noch einen Bonus, denke ich, oder? Da Performance-Teile kann man immer gebrauchen, ganz coole Sache. So, wir rüsten unser Fahrzeug aus, Performance, da haben wir das Getriebe und wir haben die Reifen. Sehr schön. Ja, Kult 12, bei Kult hat sich ja schon einiges getan an Rennen. Das bedeutet, oh ja, das ist auch cool, ne? Da haben wir noch kein Flugzeug, wir haben noch kein Boot. Wir haben bis jetzt nur das Touring Car Alpha GP. Den müssten wir auch kaufen. Weiß ich jetzt gar nicht, was kostet der? Wir schauen mal nach. Billig ist der, glaube ich, auch nicht. Und wir fahren erstmal die ganzen anderen Rennen, bevor wir mit den Grand Prix anfangen. Oder gegen irgendwelche Familien oder Clans oder gegen Sonstiges antreten. Na komm. So. Könnten wir uns sogar leisten. Hier haben wir 340 Stundenkilometer Spitze, 900 PS. Und wir haben den hier, der hat 800 PS und 340 Spitze. 279, 278. Ich würde sogar sagen, dass der cooler ist. Der hat zwar weniger PS, aber ich denke mal, dass der leichter ist als der hier. Ja, denke ich schon. Und der kostet natürlich auch dementsprechend. Ne? Die können wir uns nicht leisten. Das macht aber nichts, denn. Na komm. Na, zurückgeht dann auch nicht mehr. Muss man über die Optionstaste zurückgehen. Okay. Pro Racing. Da haben wir natürlich unser Touring Car. Die beiden haben wir gewonnen. Das nicht, das schon. Da sind einige noch offen. Und ich denke mal, wir fahren mal hier so einen
Jersey Chebung Cup. Chebang. Den fahren wir jetzt noch. Das ist cool. Mit unserem SLS. Da kann man nichts verkehrt machen. Oh, es schneit. Die Strecke wird spiegelglatt sein. Ja, natürlich. Natürlich. Na, da fällt einem manchmal echt nichts mehr zu ein. Ah ja, okay. Jetzt kommt wieder so ein... Okay, Schneehammer. Das muss wohl so sein. Erreicht die Top 3. Das ist auch geil. Ne? Wir fahren hier, wir boosten. Wir haben eigentlich nur die Karte hier rechts unten. Und dann steht da unten noch Text, den wir lesen sollen. Ne? Also, ich bin jetzt nicht so multitaskingfähig. Vielleicht gibt es ja Leute, die das können. Ich kann das nicht. Ich habe auch nicht gelesen, was da unten steht. Mir ist es auch ganz schön wurscht, was da unten storytechnisch steht mittlerweile. Weil das hat alles nichts mit der Story zu tun. Also das Spiel hat keine Story für mich. Na? Das ist wirklich traurig. Na? Ja, natürlich schön gewesen. Ja, so. Man kommt als Neuling irgendwie und dann die Street Racing Szene und muss sich beweisen und Belohnungen und dann gibt es vielleicht so TV-Auftritte und Interviews und sowas und keine Ahnung. Da geht es immer darum, dass die einen irgendwie legal und dann illegal fahren wollen. Jetzt frage ich mich, was an so einem Straßenrennen, wie man ein Straßenrennen legal aufzieht. Ja, so wie die durch die Stadt brettern, weiß ich jetzt echt nicht. Aber gut, ich darf halt einfach nicht alles hinterfragen bei dem Spiel. So, so wie es aussieht, hängt uns da einer im Nacken. Ja, und das ist eine schöne Strecke, ne? Also ich blase hier gemütlich vor mich hin, bremst ab und zu mal in der Kurve an. Ansonsten gibt es halt einfach nur Vollstoff und Boost auf diesen Geraden hier. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist so eine Strecke, da kann man auch sagen, okay, ich erzähle euch was vom Horst. Ne? Alles andere geht von alleine. Und ne, aufpassen, die Strecke ist spiegelglatt, ne, bei Schnee. Kann man aufpassen. Ich merke da wirklich gar nichts. Ich möchte da nicht beschwören, aber ich finde es so, wie er fährt, eigentlich optimal. Also wegen mir könnte immer Schnee liegen, wenn der immer so gut in der Spur liegt. Jetzt mal die Hälfte. Und da geht es weiter. Genau hier mal ein bisschen vom Gas, vielleicht anbremsen und dann können wir hier dann schon wieder Boost geben. Das ist echt herrlich. Richtig gute Strecke. Würde mich echt wundern, hier auf einem schlechteren Platz als 1 rauszugehen, weil es halt einfach läuft. Na gut, man kann sich immer mal verfahren. Man kann sich verbremsen, man kann sich drehen. Vielleicht kommt auch jemand auf die Idee, mich zu rammen. Weil wenn ich gerammt werde, dann ist es immer so, dass ich rausfliege und dann auf Platz 8 land. Während wenn ich jemand ramme, passiert eigentlich nicht viel. Außer dass er mal einen Platz nach hinten rückt, sich sammelt, dann wieder angreift. Vielleicht bin ich aber nur ein schlechter Fahrer, das kann ja auch sein. Ne? Glaube ich jetzt zwar nicht, aber okay. Ja, das Schöne an dem Spiel ist natürlich, man hat immer was zu erzählen, zu diskutieren, man hat was zu meckern. Man kann sich immer das Maul zerreißen. Ne? Da Schnee, Scheiße und SLS, Scheißkarre. Und das ist gut und das ist auch Mist und das ist eigentlich schlecht. Und da guckt an, da hängt immer noch hinten dran. Ich fahre schon seit 8 Minuten 380 und das Auto hängt immer noch hinten an meiner Stoßstange. Da ist gerade keiner hinter mir, ne? Wie das gerade aussieht. 2 Sekunden Vorsprung. Ja, aber hallo. Hier wieder einfach nur vom Gas gehen und reinlenken in die Kurve. Das ist. Mehr brauchst hier gar nicht. Und dann hier wieder Speed. Nicht schlecht. Also wir haben es ja gleich. Laut unserer Anzeige dort oben hier können wir am besten ist es auf der Strecke bei Schnee gar nicht bremsen. Das ist wirklich optimal. Auf der Gerade boosten, ansonsten in der Kurve einfach vom Gas gehen und reinlenken und überhaupt nicht bremsen. Ich glaube, das ist das Beste, was man hier auf dieser Strecke machen kann.
Na gut, in der vielleicht mal kurz ein bisschen anbremsen. Muss man aber auch nicht, wenn man human fährt, ja. Man muss ja nicht durchgehend 300 fahren. Das ist das Ziel. Das war's. Erster Platz, verdient. Verdient erster Platz. Und da gibt es 22.000. Und wir sind Kult 12. Wir nähern uns Kult 13. Performance-Teil gibt es auch für unseren SLS. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Da, okay. Wir haben Bremsen, wir haben Auspuff und wir haben Aufhängung. Super Sache. War nicht schlecht. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Vielleicht, ja, es gibt noch viel, was wir noch gar nicht gemacht haben. Na gut, wir haben auch kein Geld. Für zum Beispiel mal hier Street Race. Hypercar haben wir kein Geld für. Dann, das können, da können wir ein bisschen. Okay, Hypercar, Powerboat. Powerboat und Air Race und Alpha Kitty. Also, wir brauchen noch ein Boot, ein Flugzeug, einen Rennwagen und einen Grand Prix Flitzer. Okay, da kann man das Geld natürlich auch lassen. Das hier müssen wir auch mal machen. Wieder mal, das habe ich schon. Da bin ich aber als Zweiter durch, ne? Okay, das können wir aber noch machen beim nächsten Mal. Ja, und ich würde noch sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.